Einen wunderschönen guten Morgen aus Hamburg. Es ist Mittwoch, der 27. Januar 2021. Mein Name ist Carlos Martin. Sie hören uns live aus dem Traders Lab Trading Room. Wir bereiten uns auf unseren morgendlichen DAX-Trade vor. Das wird heute auch der letzte Trade für diese Woche sein, denn wir ziehen um. Wir ziehen in ein neues Büro und ja, deswegen ist morgen am Donnerstag und Freitag der Live-Trading-Raum geschlossen und Montag dann aus dem neuen Büro. Wir blicken jetzt auf den rechten Chart und sehen, wir sind bei 13.858 Zähler. Sehr, sehr ruhig, kein Gap heute Morgen. Und wenn wir uns die Bewegung anschauen, was heute Morgen war, sind wir bei 19, 20 Punkte. Also nicht viel los aktuell, im Gegensatz zu gestern. Und ja, welche Big Number haben wir? Wir haben 13.800 oder 13.900. Wir können uns gerne hier auf diesem Bereich erstmal platzieren, wenn wir darauf spekulieren, dass wir in den unteren Segment reinlaufen. Es könnte bei dieser geringen Volatilität auch sicherlich sein, dass wir gleich eine Blue Box bekommen. Das sind nämlich diese blauen Boxen. 28er gestern, eine 28er, die direkt dann hier auch im ersten oder zweiten in den Gewinn gelaufen ist, je nachdem, ob man auf angepasst gedrückt hat. 26er ist auf jeden Fall direkt im ersten gelaufen. Eine 16er gab es dann nochmal gegen Mittag. Ja, und das zu dem Thema Blue Boxen. Dann haben wir die Vola-Boxen. Die Vola-Boxen, auch gestern recht ruhig, die Märkte in der Mittagszeit hier. Und wir sehen hier, wir haben ein Trade gestern gestoppt. Das heißt, wir haben auf Pause gedrückt. Das kann man ja machen in unserer Strategie. Pause bedeutet, wir haben gehedged und setzen den Trade gleich fort. Warum haben wir das gemacht? Weil für mich in meinem Tradingplan steht 11:30 Uhr, wenn der Trade dann nicht in den Gewinn gelaufen ist und es sieht weiter sehr ruhig aus, dann stoppe ich das Ganze und setze das fort. Warum? Weil um 12 Uhr Mittagspause ist und ich mache seit mehreren Monaten ein sogenanntes Intervallfasten und ab 8 Uhr abends wird nicht gegessen. 12 Uhr esse ich dann wieder was und da habe ich Hunger. Ich lasse mir dann von dem Markt nicht diktieren, wann ich zu essen habe. Und dadurch, dass ich mir keine Stulle gemacht habe, gehe ich meistens raus und hole mir was zu essen. Insofern entscheide ich mich dann 11:30 Uhr dafür, den Trade zu, oder habe ich mich gestern entschieden, den Trade zu stoppen. Er wäre im sechsten oder siebten Trade in den Gewinn gelaufen. Anyway. So, wie sieht das Ganze aus? Das Ganze sieht so aus. Wir sind mit minus 0,06. Haben wir den Trade nicht geschlossen, sondern bei 0,04. Den Aufschlag hier ist meistens mit den Swaps zu rechnen über Nacht. Und wir schließen diesen Trade oder wir beginnen ihn weiterzutreten in Form einer Vola-Box. Die Vola-Boxen kommen eventuell rein bei, wir sehen es hier, 13.927. 13.927 ist die nächste Vola-Box. So, das Regelwerk, um das hier auch klar zu definieren, das Regelwerk ist eigentlich, dass wir am Morgen um 9 Uhr die erste Vola-Box nehmen. Jetzt mache ich heute nicht eine Ausnahme, sondern das ist ein Notfallplan, weil wir morgen, also Donnerstag, nicht traden, Freitag nicht traden und ich dann erst wieder Montag in das Geschehen einsteigen kann, sind es 2 Tage, die ich Zinsen zahlen muss, plus das Wochenende. Deswegen werde ich mich heute entscheiden, bei einer guten Marktsituation rauszugehen. Das werde ich moderieren. Das könnte ein MTX-Signal sein. Das könnte eine Blue Box sein. Ja, oder eventuell das erste Mal eine Big Number. Das werden wir sehen. Ich werde mich dann auch dementsprechend das ganze Jahr aufzeichnen. Also, aktuell würde die Vola-Box nochmal die obere bei 13,9 sein und die untere bei 13,7. Das heißt, wir haben dort eine Differenz aktuell. Ja, und jetzt schauen wir mal. Es könnte natürlich sein, dass wir auch nach unten rausgehen. Den Eröffnungstrade, den ersten Trade am Morgen, haben wir gestern nach Hause gebracht und wir haben den nächsten Trade hier sitzen bei 13.807. Gehen wir jetzt rein in die großen Zeitebenen und wir fangen an bei Bitcoin. Bitcoin haben wir hier im Wochenchart mal stehen und sehen die zweite Wochenkerze. Also heute ist ja erst Bergfest Mittwoch, aber die sieht
danach aus, dass es schwächer sein wird. Die Tageskerze hier sehen wir, wir sind seit dem 21. Januar auf unseren Indikationen auf Tagesbasis. Das heißt, wir entscheiden, ob wir kaufen oder verkaufen auf Tagesbasis. Hier sind wir, wären wir short, wären auch schon draußen aus diesem Trade. Gehen wir zu UK 100. Das ist der englische Index, den ich jetzt hier offen habe. Da gibt es eventuell ein Short Setup aktuell. Das hat nichts zu sagen, denn wir entscheiden uns ja am Tag, das heißt heute Abend erst 23 Uhr, ob dieses Short Setup bestätigt wird und gehen jetzt direkt mal in the DAX rein. Der DAX, ja, wir sehen es, hat am Montag Schwäche gezeigt, aber die Kerze war keine Signalkerze für Short. Dann war gestern der Tag dort. Erst ging es runter und dann gab es den Konter. Wir haben eben schon das im Live-Trading-Raum gesagt. Könnte sein mit den positiven Nachrichten von SAP und Linde, die gestern den DAX gestützt haben. Aber anyway, der Markt hat also kein Signal gegeben, hier in Richtung Süden zu steuern, sondern ist immer noch neutral. Wir sehen die Kerzen und das heißt für uns Disziplin. Wir steigen hier in keinen Trade dementsprechend ein. Gold. Gold auf Tagesbasis, schauen wir immer wieder rein, auch da nichts Neues. Öl 52, auch hier nichts Neues. Und jetzt kommen wir zur Nasdaq, zur Technologiebörse. Wow, da gestern wieder ein neues Rekordhoch und wir sehen auch da, es geht weiter und da geht es bei Amerika. So sieht es zumindest aus. S&P ein bisschen schwächer als die Nasdaq. Wir wissen warum. Aufgrund ja, der Schwergewichter von Facebook, Google und Co. Hier sehen wir und Tesla natürlich. Hier sehen wir aber auch hier, der Markt ist, ja, macht eine kleine Pause. Das sind die Werte. Dow Jones können wir trotzdem nochmal anschauen. Auch hier seit 1, 2, 3, 4 Tage eher rot. Wie immer. Versuchen wir am Mittwoch, einmal in der Woche, mal eine Aktie in den Fokus reinzulegen. Ja, das soll hier keine Empfehlung für einen Kauf sein, sondern einfach dient zur Inspiration. Und heute habe ich einen Wert, den ich auch selber besitze. Ja, das ist ein Wert, das ist eine Art Holding, kann man bezeichnen, also eine Gesellschaft. IAC-Aktie heißt die. Und ich werde die mal reinlegen. Die ist schon sehr stark gelaufen. Ich habe jetzt mal ja bei Onvista mal drin. Und wir gehen mal hier auf die letzten 3 Monate. Ja, wir sehen, der ist stark gelaufen. Ja, und wenn der Markt irgendwann wieder vielleicht zurückkommen sollte, ja, zum Luftholen ist dieser Wert sehr interessant. Warum? Weil dieser Wert sehr viele Unternehmen hat, die sehr, sehr interessant sind. Unter anderem haben sie aktuell die Match Group an den Markt gebracht. Ja, und sie haben Vimeo, das ist so für Profis, so Videoaufzeichnungen, also nicht wie Camtasia, was wir hier nutzen, sondern Vimeo. Dotdash haben sie, Care.com und viele, viele weitere Assets. Und diese Assets haben einen riesen Wert, ja, und wenn man also auf die Zukunft der Technologiewerte setzen möchte, ist das sicherlich interessant, diesen Wert IAC, ja, sich mal ins Portfolio als Demo mal reinzulegen und zu schauen und wie gesagt, oder den weiter auf die Watchlist. Das soll hier keine Empfehlung von meiner Seite sein, sondern einfach eine Inspiration. Vielleicht hat der eine oder andere diesen Wert ja und bei einem Kurs und da bin ich, habe ich meine Tranche reingelegt bei 127 Dollar, glaube ich, war der. Der ist ja natürlich jetzt kräftig wieder gelaufen, aber da waren die Bewertung bei 10,8 Milliarden, was relativ aktuell sehr, sehr günstig ist, wenn man sich die anderen Milliarden Unternehmen anschaut. Und die Assets wie Engie hatten 5,9, Vimeo selber hat eine Bewertung von 1,5 Milliarden, Dotdash hat eine Bewertung von 0,5 Milliarde, Care von 0,5 Milliarde, Others, die sie noch im Portfolio haben. Mit 1 Milliarde Cash haben sie selber 4 Milliarden, ergibt dann einen Wert insgesamt von 13,4 Milliarden, die sie haben. Und der Wert, wo ich eingestiegen war, war 10,8 circa. Und das bedeutet hier ein
ein guter Bereich. Jetzt ist der Wert natürlich stark gelaufen schon, ja, aber wie gesagt, denke ich mal, interessant, dieses Unternehmen mal auf seine Watchliste zu legen und zu schauen. Das war von mir mittwochs. Versuche ich immer einen Wert mal rauszulegen. Wir hatten ja vor einiger Zeit den Wert BlackBerry ja auch hier besprochen mal und der ist auch sauber gelaufen. Gut, wunderbar. Morgen. So, das war der Rundblick. Und wir liegen bei 13.860 jetzt aktuell und wir sind ein Tickchen höher als 13.800. Das heißt, wir gehen hier oben auf die 13.907. Und es geht los. 9 Uhr. Die untere Volabox ist bei 13.776. Die nutzen wir heute für den Hedge-Auflösungstrade, den Eröffnungstrade, den wir aufzeichnen. Und wir sind ja live bei YouTube. Der liegt bei 13.807 und 13.792. Der ist besonders heute. Warum ist er besonders? Weil er direkt beim Daily Pivot liegt. Das ist so wie das Badewasser, so lauwarm. Ja, da springt der Markt gerne rein und bleibt dann auch ein bisschen länger da. Könnte sein, müsste nicht. Also den würde ich jetzt direkt nicht für eine Hedge-Auflösung nutzen wollen. Also wir haben unten 13.776 oder nach oben 13.927. Durch, paar Punkte noch nach unten, dann geht es hier Big direkt mit Number dem ersten Trade. Trade, mit der ersten Boxauseröffnung raus. Mal sehen, ob das heute klappt. Wir sind im Big Number Trade. 13.807 zu 13.792. Das ist der erste Eröffnungstrade. Wir sind long. Hedge-Auflösungstrade machen wir aber erst hier unten bei 13.776, meine Damen und Herren, wenn der Kurs da unten runterläuft. Ich glaube, das wäre auch dann die Richtung von Christoph, die er haben möchte da unten. So, der Eröffnungstrade ist draußen. Das ist für unser Videotagebuch. Auf der rechten Seite sehen wir das. Ist draußen. Und wir sind hier long gegangen. Da sind wir raus. Platzieren die Big Number nochmal parallel. Und ich verabschiede mich hier für an alle YouTuber. Wenn ihr Lust habt, hören wir uns Montag wieder. Ich muss mich jetzt beeilen, weil wir jetzt gleich einen Hedge-Auflösungstrade haben. So, und Also jetzt. ich verabschiede mich dann bis Montag, wünsche euch noch allen gute Trades und wenn ihr Lust habt, könnt ihr gerne bei uns in den Traders Club 24 euch einen Testzugang holen.